Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Elex Let's Play. Wir haben beim letzten Mal noch den Quest abgeschlossen, den wir schon seit ungefähr, weiß nicht, so 30 Folgen mit uns mitschleppen, circa, und zwar den von Rock. Und zwar hat nur noch das eine Gespräch mit dem Tor, wie hieß er? Torwald oder sowas. Fehlt, Borgal, glaube ich. Bei dem wir ihm gesagt haben, dass Rock nicht mehr wiederkommt. Rock war ja ein Berserker, der eigentlich Outlaw sein wollte. Oh, wie nice es hier aussieht mit diesen wippenden Ästen. Selbst der umgefallene Baum. Vielleicht war es ein Windwurf oder ein... Oder er wurde einfach von dem Weltenherz verdrängt. Im Wald ist es ja so, dass jeder versucht, seinen Nachbarn zu erwürgen. Und vielleicht ist es einfach hier passiert. Ja, wir haben das letzte Mal den Quest mit dem Rock abgeschlossen und kommen jetzt zum nächsten. Ich weiß gar nicht, was wir so noch zu tun haben. Wir sind jetzt momentan in Edan. Und wir sollen Stromson töten. Aber ach, das weiß ich auch noch genau. Da war doch irgendwie was mit Stromson. Ich glaube, Angrim war ja dieser eine Berserker, der so ein bisschen... Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich eine gute Waffe in dem Haus da gefunden. In welchem Haus? Musste ich leider fliehen. In welchem Haus, Alter? Sag doch mal speziell, welches Haus jetzt. Ja, egal. Ja, genau. Angrim war ja einer der Berserker, der so ein bisschen blöd war. Der war mir recht unsympathisch. Das war, glaube ich, dieser langhaarige Regelfanatiker. Gesetzestreuer Polizist sozusagen. Und deswegen werden wir Stromson nicht töten, sondern wir werden natürlich... Ich war hier einmal. Ich hab's gehasst. Hoffentlich erkennt mich niemand. Okay, ja, wie gesagt, wir werden Stromson nicht töten, sondern wir werden natürlich, wenn dann überhaupt, Angrim töten. Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich befürchte, dass Angrim ihn jetzt jagen lassen wird. Wo immer er auch stecken mag. Ich hoffe, er ist vor dem Clan in Sicherheit. Solltest du auf ihn stoßen, warne ihn vor. Mir liegt viel daran, dass er wohl auf ist. Weißt du, wohin er geflohen sein könnte? Naja, da er schon immer einen Narren an der Technik der Kleriker gefressen hat, solltest du dich bei ihnen einmal umsehen. Okay, dann gehen wir mal zu den Klerikern. Ich hoffe mal, wir haben einen ungefähren Plan, wo er sich versteckt. Aber offensichtlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach so zu den Klerikern und denen... Die Map ist schon riesig. Wir müssen noch so viel erkunden. Wir waren noch kein einziges Mal hier in dieser fetten Eiswüste da oben. Und wir müssten jetzt halt hier alles nach Stromson absuchen. Ich kann ja mal einen kurzen Blick hochwerfen. Ob wir ihn jetzt halt in den nächsten 10 Minuten finden. Und wenn nicht, dann scheiß drauf. Dann lassen wir das sein. Und gucken, was wir sonst noch so zu tun haben. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr so viele zu fluchen, aber irgendwie scheiß drauf, ist mir jetzt egal. Ich hab halt irgendwie, sonst muss ich down nur... Hey du, ich hab deinen Händlerschein überprüfen lassen. Die Nummer sieht ganz schlecht für dich aus. Der Schein ist gefälscht. Ich hätte dich damit nicht in den Hort lassen dürfen. Wir verpetzen natürlich sofort Levin, oder? Ich habe ihn von einem Händler namens Levin. Wo du ihn her hast, ist jetzt nicht mehr von Interesse. Dein Schein war gefälscht. Punkt. Aber da du das anscheinend nicht mit Absicht gemacht hast, gebe ich dir zwei Möglichkeiten. Du hast jetzt die einmalige Chance, einen legalen Schein bei mir zu kaufen. Oder ich gebe dir einen umsonst, aber dafür will ich, dass du mir in Zukunft einen Gefallen schuldest. Ja, Mann, okay, von mir aus. Alles klar, ich schulde dir einen Gefallen. Sehr schön. Na, dann will ich dich mal nicht weiter aufhalten. Wir werden bestimmt wieder miteinander zu tun haben. Bis dann.
Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Egal. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher... Ja, okay, wie dem auch sei. Okay. Dieses Gespräch führen wir mal, wenn wir den Klerikern beitreten. Kleriker sind schon ganz cool. Wenn jemand versucht, mich zu perforieren, zähle ich auf dich. Du willst, dass ich deinen Mist ausbade? Nein, aber du hast das Kommando und du schleppst mich in die Höhle des Löwen. Mach dich locker. Warum eigentlich Höhle des Löwen? Was hat denn Ray mit den Klerikern zu schaffen gehabt? Ach, der hat doch irgendwie mit jedem ein Beef. Wolf. Das hier, die Kleriker haben so ein bisschen deutsche Namen, habe ich das Gefühl. Nanu, ein Besucher? Normalerweise sind Gäste hier selten, der Fels schreckt die meisten ab. Du machst mir aber nicht den Eindruck, als hättest du ein Problem damit. Naja, sei es drum. Ich muss dann mal wieder. Warum sollte man vor ein paar Steinen Angst haben? Wenn die paar Steine ein paar Tonnen wiegen und nur noch deine Füße unter ihnen hervorgucken, weißt du warum. Glaub aber ja nicht, dass wir dir helfen, wenn du von einem Felsen erschlagen wirst. Ein toter Outlaw erregt dir nämlich nur selten Mitleid. Gibt es etwas, das ich über euch Schachter wissen muss? Wir hantieren nicht mit irgendwelchen Reagenzgläsern herum oder brüten über irgendwelchen Konstruktionsplänen. Das, was wir tun, ist schnell erzählt. Wir malträtieren den Stein, um an Rohstoffe zu kommen. Die Arbeit ist hart, gefährlich und man muss sich damit abfinden, so gut wie keine freie Zeit mehr zu haben. Dafür, dass du ein Kumpel bist, hast du aber ganz schön homoerotische Klamotten an, Alter. Das muss ich schon auch mal sagen. Warum überlasst ihr die Arbeit nicht ausschließlich den Maschinen? Ein Großteil unserer Roboter kann für diese Aufgabe nicht eingespannt werden. Sie müssen unseren Jungs an der Front beistehen. Und die Leute, die unsere Suggestoren da draußen aufgreifen, sind kaum zu gebrauchen. Mal ganz unter uns. Im Kern bleiben diese Typen der ruchlose Abschaum, der sie waren. Aber vielleicht bist du ja die Ausnahme. Willst du mich beleidigen? Nein, ich sage nur, was ich denke. Hör mal, versteh mich nicht falsch. Du kommst von draußen und trotzdem rede ich mit dir. Das sollte reichen, um dir zu verdeutlichen, dass ich nichts gegen dich habe. Ich biete dir sogar die Möglichkeit, ein paar Splitter zu verdienen. Aber dafür erwarte ich auch etwas. Dann lass mal hören. Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Alles, was ich will, ist, dass Eli, ein Gefangener, nun ja, verschwindet. Er ist eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Stattdessen wollen die Suggestoren, dass er in Zukunft unsere Kluft trägt. Ich sage dir, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe und ich weigere mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ganz schön hallig hier bei den Klerikern. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Da flammte blanker Hass auf. Manchmal weiß man Dinge einfach. Darum kannst du dich auf meine Einschätzung verlassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich solche Kerle hier länger als nötig aufhalten. Was soll ich deiner Meinung nach mit Eli machen? Worte helfen in dieser Sache nicht. Die Suggestoren kann man nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Das wäre auch kompletter Irrsinn. Das hat noch nie jemand geschafft. Wenn jemand allerdings Eli helfen würde, auszubrechen, dann hätte man eine Chance, ihn vor die Tore des Horts zu locken. Dort könnte man dann ungesehen kurzen Prozess mit ihm machen. Oh, wollen wir... Nee, wir verpfeifen ihn nicht. Du verlangst ganz schön viel. Denkst du, das weiß ich nicht? Es steht ja auch ziemlich viel auf dem Spiel. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass ich einem Außenstehenden so viel Vertrauen schenke. Ja, wie dem auch sei. Ja, okay, cool, neue Quest. Dann können wir ja gleich mal während wir diesen Quest erledigen, könnten wir theoretisch... Oh! Nach Stromsund suchen, sage ich gerade. Und der hockt hier einfach rum. Anscheinend wurde er von den Klerikern zur Zwangsarbeit verdonnert. Achso, aber er muss das gleiche machen wie Wolf.
ziemlich gut ausgebauter Minenschacht. Hier hast du dich also versteckt. Sag jetzt nicht, dass du einer von Angrims Handlangern bist. Ich hab genug von ihm und diesem verfluchten Gesetz. Wie konntest du fliehen? Ich hatte Hilfe. Eine Truppe Kleriker hat unseren Weg gekreuzt. Angrims Männer ertrugen ihren Anblick nicht. Aber ihre Äxte haben den Kürzeren gezogen. Mich haben sie dann mitgenommen. Immerhin habe ich mich während des Kampfes auf ihre Seite geschlagen. Aber was machst du jetzt hier? Was hast du vor? Nichts. Ich lasse dich am Leben. Du umrundest die halbe Welt, nur um mir zu sagen, dass du mich am Leben lässt? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Willst du, dass ich es mir anders überlege? Dir ist es also ernst. Gut, ich vertraue dir. Aber tu mir noch einen Gefallen. Wenn du wieder auf Akira triffst, sag ihr, dass es mir hier gut geht. Sie war mir immer eine treue Freundin und meinte es stets gut mit mir. Jetzt komm, Alter. Die liebt dich, Mann. Warum gehst du denn jetzt zu ihr zurück, du Penner? Was hast du da überhaupt für eine Ratte in deinem Gürtel, Mann? Du bescheuert? Warum trägst du so einen hässlichen Nacktmulch an deinem Gürtel mit dir rum, Mann? Hast du ein Problem? Ich will Kohle von dir. Das kostet dich was. Mein Einstand hier war kostspielig. Ich musste mir das Vertrauen bei den Jungs teuer erkaufen. Meine Hilfe gibt es nicht umsonst. Na schön. Ich habe ein paar Splitter auf die Seite schaffen können. Die sollst du haben. Wenn du Akira triffst, sag ihr, sie soll dir meine alten Sachen geben. Nach Goliath setze ich keinen Fuß mehr. Da kannst du ruhig meinen Krempel haben. Warum ist Kälte jetzt eigentlich gestiegen, Mann? Das war doch jetzt eigentlich ziemlich berechnend und fies von mir, dass ich die Kohle abknüpfe. Naja, okay. Offensichtlich zählt Geiz auch als Emotion. Also gut, von daher. Oh, aber die haben echt ganz schön reichhaltige Eisenerzadern hier. Okay, geil, wir haben Stromson gefunden, nice. Und der arbeitet hier als Minenarbeiter. Ich dachte jetzt erst, der ist ein Gefangener von den Klerikern, aber offensichtlich macht er das Ganze hier freiwillig. Ja, geil, cool. Ein arbeitender Mensch. Finde ich gut. Sehr gut sogar. Ansonsten, ja, nix mit Töte Strumpson, Alter. Wir töten hier niemanden. Wir holen uns mal jetzt die nächste Quest. Oder wir machen die nächste Quest, wir holen sie uns nicht. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Gundam hier, wenn ich durch die Kleriker-Basis laufe und dann auch noch diese ganzen Vulkan-Kristall-Formationen da oben. Sieht schon ziemlich abgefahren aus. Aha. Was ist das hier für eine Basis, Mann? Der Prophet Avid sagte schon, irre. Ja, ja, bla bla. So viel bla und so. Kann ich den Bot hier töten? Ah. Ciao. Das ist so ein kleiner... Die Dinger kann man sich doch auch für seine Wohnung kaufen. Diese Clean Bots da. Okay, aber hier ist immer anscheinend falsch. Hä, was geht denn ab? Warte mal kurz. Wir müssen schon diesen Berg da rein. Hä? Sind wir jetzt hier rein oder was? Hä? Ja, der ist halt ganz da hinten im Berg. Aber wir befinden uns momentan, glaube ich, auf einem Level mit ihm. Beim Höhenlevel. Ich hoffe, ihr packt keiner sein Gesangsbuch aus. Ich habe schon gehasst, wenn mein Bruder im Suff gesungen hat. Da möchte ich mir das Gejammer hier gerne ersparen. Ich habe übrigens auch ein bisschen an Sitzen. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst. Was ist dein Begehr? Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Hast du gerade Krüppel gesagt? Ach so, ja, das sage ich sofort. Krüppel? Du siehst doch ganz gesund aus. Na gut, Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Fronteinsatz auskurieren muss. Ganz über den Berg bin ich dennoch nicht. Meine Gelenke schmerzen nach wie vor und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du? Ich bin ein Pimp, Alter.
Mach dich zu meiner Nutte. ja, was? Mach den Weg frei. Ich will... Hä? Ja, Mach den Weg frei. Und warum sollte ich dir diesen Gefallen tun? Das Archiv und unsere Forschungen sind nicht für jedermann bestimmt. Jetzt lass mich einfach durch. Nein. Ja, okay, dann nicht. Ist mir egal. Ich will eigentlich nur zu dem Gefangenen im Grunde genommen. Vielleicht kommt der wieder und will irgendwas... Jetzt rotzt er da auf dem Boden. Geht's noch? Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hart gelassen wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Nö, eigentlich nicht so wirklich. Ist das denn möglich, obwohl ich bereits einer anderen Gemeinschaft angehöre? Nein, ist es nicht. Deine Ideale und Grundwerte scheinen woanders zu liegen als unsere. Wir haben keine Zeit mehr, dich erneut aufzubauen. Wenn das so ist, wundert es mich etwas, dass Xander dich einfach so hereingelassen hat. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Eigentlich nix, Alter. Nee, gar nichts. Halt die Klappe. Ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. sorry, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt... ob euch das interessiert hätte, was der zu sagen hat. Aber ich will eigentlich im Grunde genommen nur diesen Typen finden. den Typen finden da. Diesen... Wie hieß er? Doch egal, den Gefangenen. Ah, hier ist... Was ist das denn hier für ein... Stopp! Wo denkst du, dass du hier hingehst? Um Himmels Willen. Ey. An dir vorbei. Deine Sprüche kannst du dir stecken. Ich bin dazu angehalten, hier jeden durchzulassen, der vorbei möchte. Damit jeder mit eigenen Augen sehen kann, was wir mit Ketzern machen. Also geh ruhig rein und sieh dich um. Lass es dir als abschreckendes Beispiel dienen. Aber klau hier nichts. Wir behalten alles im Auge. Alter, was laberst du mich dann an? Was laberst du mich voll, du Mongo, wenn du mich eh vorbeilassen sollst? So, also die Propaganda-Scheiße könnt ihr auf jeden Fall behalten, die hier rumliegt. Aber ich glaube, wir sind hier goldrichtig. Wir sind hier anscheinend im Gefangenentrakt. Hier ist einer von den Robots. Hier sind die Ellen der Gefangenen. Und da... Da haben wir den Eli hier gerade bei einem etwas privaten Moment erwischt. Ich würde mal sagen, wir beobachten ihn noch ein bisschen, während er hier die letzten Tropfen abgeschüttelt hat. Ah, der kann... Oh, der pinkelt immer noch weiter. Ih! Ey, Alter, hat er mich gerade mit seiner Pisse hat er gerade an mich in meine Richtung abgeschüttelt. Und jetzt raucht er auch noch eine. Ey, der ist ja völlig hemmungslos, aber der gehört zu den Outlaws. Cool. Deswegen ist er so hemmungslos. Sehr schön. Hat mir von Anfang an schon gefallen. Also, egal, wir sprechen mal mit ihm. Verrotten sollen sie allesamt. Eine Bande von Bastarden versteckt unter dem Mantel der Selbstgefälligkeit. Und du? Was ist mit dir? Hat man dich auch in dieses Loch abgeurteilt oder hat der Dude dich rausgeschmissen? Naja, draufgeschissen. Ich habe es satt, hier meine Monologe zu führen. Also spare ich mir lieber meinen Atem. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese Spinner mich einer Hirnwäsche unterziehen, sodass ich in ihren Schächten Staub ansetze. Aber so einfach kriegen sie mich nicht klein. Hast du schon versucht zu fliehen? Natürlich, aber ohne Erfolg. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnte man hier jederzeit rausspazieren. Aber das täuscht. Ihr wachendes Auge verfolgt dich auf Schritt und Tritt. Und was ist jetzt dein Plan? Plan?
Ich habe keinen Plan. Nur eine Idee. Eine Idee von Freiheit. Vielleicht bist du ja bereit, diese Idee mit mir zu teilen. Egal, was du über mich denken magst, dass ich hier festsitze und man mir den Verstand rauben will, ist falsch. Du erwartest, dass ich dir helfe, zu entkommen. Ich erwarte gar nichts. Aber die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren, ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Auch wenn der Typ ein Outlaw ist, bin ich mir bei ihm nicht sicher. Frag dich lieber, ob du ein Outlaw bist. Oder fehlt es dir an den nötigen Eiern? Jo, ja, was weiß ich. Mitleid ist mir scheißegal. Darüber verschwende ich nicht mal einen Gedanken. Aber ja, ich will dir eigentlich helfen. Also ich denke darüber nach. Das ist immerhin etwas. Komm einfach zu mir, wenn du mir zu einer zweiten Chance verhelfen willst. Dann kannst du immer noch entscheiden, wie du agierst. Ja, los geht's, Mann. Wegen deiner Flucht. Gib mir die Details. Es reicht nicht, dass nur ich hier verschwinde. Ich muss auch meinem Kumpel, den Schachter Wolf, zur Freiheit verhelfen. Aber das soll nicht deine Sorge sein. Mhm. Du kannst bei ihm nichts ausrichten. Er ist bereits überzeugt, einer von ihnen zu sein und erinnert sich an nichts mehr. Bei mir verhält es sich anders. Irgendwo muss er noch ein Stück Resthirn besitzen, das sich an mich erinnert. Was du allerdings für mich tun kannst, ist Folgendes. Ich brauche meine Waffe und eine passende Tarnung. Sobald du mir das gebracht hast, erkläre ich dir den Rest. Aber beeil dich! Wenn ihre Suggestoren Erfolg haben, ist in 2 Tagen nur noch Brei in meiner Rübe. Das ist geil, Mann. Das finde ich jetzt interessant. Das ist jetzt schon wieder so ein richtig geiles Quest im Grunde genommen. Stellt sich gerade raus, der Wolf muss auch fliehen. Geil. Obwohl, er wurde Gehirn gewaschen. Wie soll ich das Zeug beschaffen? Meine alte Waffe müsste im Haus der Suggestoren zu finden sein. Dort bewahren sie den konfiszierten Krempel auf. Du wirst nicht umhinkommen, sie zu stehlen. Also sei vorsichtig. Eine passende Kleidung zur Tarnung kannst du sicher bei einem der Händler im Schachterviertel bekommen. Ein einfacher Fetzenstoff reicht allerdings nicht. Sieh dich also genau um. Und schlepp die Sachen nicht Stück für Stück an. Diese Zelle gibt mir keine Möglichkeit, irgendetwas vor den Augen der Kleriker zu verbergen. Okay. Wolf will dich tot sehen. Natürlich will er das. Sein Gehirn hat man schließlich auch durch den Mixer gejagt. Das, was er glaubt zu sein, ist er nicht. Kurz gesagt, gibt er einfach nichts drauf. Ja, geil. Äußerst interessant. Aber der Typ war ein bisschen frech dafür, dass er eigentlich keine Forderungen stellen darf. Und seine Situation, oder soll, darf... dürfen, ich kann ihm natürlich niemandem was vorschreiben, aber ihr sollt, also wenn er nicht ganz dumm ist, ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Was ist mit dem los, Alter? So, ja. Soll ich dir, willst du, egal, ich wollte gerade was Unanständiges sagen. Okay, ja geil, dann würde ich sagen, wir geben uns mal auf den Raubzug. Aber können wir immer noch mit dem reden? Ja, ach so, vielleicht. Hä? Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Hä? Wolf? Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo wir hin müssen. Oder beziehungsweise ich habe schon aufgepasst, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Wo diese ganzen Klamotten sind und ich habe keine Questmarker. Grunde genommen mag ich ja keine Questmarker. Aber wenn es welche, also ich meine, wenn man sich halt mal da gewöhnt hat, dann achtet man. Es ist wie mit dem Navigationssystem im Auto. Da guckt man ja dann irgendwann auch nicht mehr nach, wo man gerade ist. Sondern verlässt sich nur noch auf den Shit. Und so ist es auch mit Questmarkern und deswegen weiß ich gerade nicht, wo ich hin muss. Verdammt. Okay, was? Ja, toll. Nee, hä?
Ja, schön, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo das ist. Hä? Ja, toll, bist du bescheuert? Jetzt muss ich noch. Kann auch nicht mehr mit dem reden. Ich muss irgendwie rausfinden, wo denn seine Waffe liegt. Jetzt irgendwie eigentlich so eine Art Gesprächslog. Ah, hier. Da. Okay. Sorry, falsche Quest, Leute. Das war mein Fehler. Waffe. Ferdinand. Ferdinand, was haben die alle für Homonamen? Wir holen uns mal die Waffe. Entschuldigung, falls jemand von euch... Nein, ist kein Homoname, überhaupt nicht, Schmarrn. Ich meine, ich heiße ganz ähnlich im echten Leben. Also, auch nix. Quatsch. Ich laber nur rum, weil ich ein bisschen ans Hitzen hab. Ah, hier. Da scheint der Eingang zu sein. Oh ja, die sind richtig, Leute. Hier ist einer von diesen Pennern. So, das ist jetzt Ferdinand, okay. Hast du viele Kunden? Definiere viel. Natürlich ist Ignadon nicht gerade der beliebteste Umschlagplatz der Welt. Ab und an muss ich auch in den Schächten mit anpacken, wenn niemand Interesse an meinem Zeug zeigt. Aber alles in allem komme ich über die Runden. Woher beziehst du deine Ware? Wie du sicher weißt, streifen unsere Einheiten auf der ganzen Welt umher. Manchmal kommt es dann zu Kampfhandlungen, wenn Fremde sich unkooperativ zeigen. Und das, was vom Gegner übrig bleibt, wird eingesackt. Cool. Ich bin auf der Suche nach spezieller Kleidung, nicht das Übliche. Für gewöhnlich bin ich bestrebt, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Aber was genau hast du im Sinn? Ich brauche etwas, das nicht auffällt. Etwas, das nicht auffällt? Nun ja, das Einzige, was hier nicht auffällt, ist die Rüstung einer unserer Leute. Wenn du daran Interesse hättest, verkaufe ich sie dir. Es handelt sich aber nicht um Neuware. Sie gehörte einem Kameraden, der mittlerweile in Kalans Hallen weilt. Das drückt den Preis. Ja, 100 Splitter, wunderbar. Das zahlen wir. Ich dachte jetzt, irgendwie müssen 10.000 Splitter zahlen. Verkauf mir die Rüstung des Gefallenen. Sicher doch. Ich habe sie gut verschnürt, sodass der Transport einfach fallen sollte. Empfiehl mich ruhig weiter. Nice. So, wir können ja mal kurz gucken, ob wir Elex haben. Zeig mir deine Ware. Sicher doch. Ein Bekehrer, bla. Das bist nur für ein Händler, Alter. Nicht mal Elex. Schlechter Stoff. Okay. Dann ciao. Danke fürs Geschäft. Naja gut, 100 Splitter. Also solche Dinge, die kann man wirklich zahlen. Das macht echt keinen Unterschied. Die finde ich jeden Tag auf der Straße, die 100 Splitter. Der Wachbot, ist mir egal. Okay. Oh, lauter Roboter. Hier nochmal eine große Werbetafel. 27 Grad, 34 Grad. In der höheren Atmosphäre. Hä, da wechselt die Temperatur aber ziemlich schnell. Hä? Warum wechselt die Temperatur hier so schnell? Und sogar ein Klimadiagramm ist unten drunter. Kontinentales Klima. Irgendwo weit weg von der Küste scheint es hier zu sein. Aber in diesen Vulkangegenden weiß man es natürlich nie. Vielleicht misst das Ding einfach irgendwelche heißen Quellen oder so. Wer weiß das schon? Du weißt schon, woran das liegt, oder? Ja, der Mann hat einfach einen unfassbar großen Erfahrungsschatz. Ich denke, ich lasse dich mal in dem Glauben. Moment,
Was willst du mir damit sagen? Nichts, nichts. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Oder noch besser, tu mir den Gefallen und sprich bald wieder mit ihm. Wenn du das sagst. Okay. Solche Gespräche sind natürlich interessant, immer. Ich halte mich daraus. Na klar doch. Wir schleichen einfach mal. Das ist ein dickes Ding. Ups. Hast du dich verlaufen? Entschuldigung. Bin falsch. Hä, wo ist die Waffe? Ist sie in dem Raum, wo jetzt die beiden Personen da gerade waren? Ich nehme das gar nicht ernst. Weil im Grunde genommen müsste die... Hä, der Questmark ist auf jeden Fall da unten in dem Raum. Aber ich weiß auch nicht. Jetzt hier keine Waffe gefunden. Und es ist halt auch gerade unmöglich, jemanden von denen zu beklauen. Weil die sich gegenüberstehen. Lass deine Finger da, wo ich sie gut sehen kann. Ja. Klappe. Eigentlich? Ja, so weiße Haare kann man schon mal machen. Irgendwie exotisch. Scheiße, er wird zum Beschissenen. Halt, Moment. Vielleicht hier hinter dem Ding drin? Scheiße, ah, vielleicht ist es hier nicht drin. Ich da, ja, ist ja nimm dich hier gut. Besser. Maul halten. Das hier ist die letzte Aufzeichnung. Ups. Hey, die Roboter könnten wissen, also was Diebstahl ist. Weil das ist eins der Questgegenstände, die wir uns noch fehlen. Ach, komm schon. War doch klar, dass die Kleriker Chat vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Gott verdammt. Warum? Pack das Ding weg. Kluge Entscheidung. Hast du dich verlaufen? Das hier ist die letzte. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Halt dein Maul. Komm schon. War doch klar, dass die Kleriker Chat vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Raus, ein Wunder, aber schnell. Dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo wenn du nicht gleich weg bist, setz es was. Maul halten. Mach das ja nicht nochmal. Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Ja. Hast du dich verlaufen? Könnt ihr euch mal verpissen? Einmal um den Tisch gewandt. Bin hier reingewandt. Schnell den Beutel geklaut und niemand hat was gemerkt. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Motherfucker! Und damit kommen wir zurück zu unserem Freund Eli. Eli, warum ist es eigentlich dieser Ferdinand noch markiert? Egal. Bin mal gespannt, was es da unten Sache ist bei dem Eli und dem Wolf. Der Prophet gab uns die ich denke mal, also ich vermute mal, die sind ein homosexuelles Pärchen. Das ist meine Vermutung. Vielleicht sind sie auch einfach Zwillinge oder... Keine Ahnung, Mann. Ey, was hast du denn getrunken? Alter, was hast du nur getrunken, Mann? Hast du eine Konfirmanten? Bist du Konfirmant oder so? Man muss der dauernd pissen. Das ist schon fast krankhaft. Jetzt hat er auch Diabetes. Ja, okay, ich würde sagen, wir sind ja höflich. Wir warten natürlich. Also fertig, stellen uns so lang direkt neben ihn. Hallo? 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 Hallo?
Ready, ready? Sind wir soweit? Alter, da kommt immer wieder. Da kommt halt immer wieder was raus. Jetzt schaut er mich an. Schaut mich an. Darf ich mal anfassen? Darf ich drunter halten? Okay, Mann. Ja. Jetzt setzt er sich hin. Was soll ich jetzt machen? Ja. Aha, deswegen musst du so viel pinkeln, weil er so viel trinkt. Naja, gut. Ups. Wegen deiner Flucht. Ich habe, was du wolltest. Damit bin ich dem Ziel einen Schritt näher. Und jetzt gib mir einen Moment. So. Das sollte reichen. Und wie geht es jetzt weiter? Ich suche meinen alten Freund auf, dann verziehe ich mich von hier. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Geh du vor das Tor. Ich sag deinem Freund, er soll sich dort mit dir treffen. Du reißt dir weiterhin den Arsch für mich auf? Gut, dann wollen wir es so halten. Bis irgendwann und danke. Ja, wäre ja auch Quatsch eigentlich im Grunde genommen, Alter. Was geht denn? Soll ich jetzt... Ich hab dir schon so viel Zeug besorgt und jetzt sind, wundert sich, dass ich noch ein kurzes Gespräch mit einem anderen Dude führe, also. Ich bin jetzt schon so weit gegangen, das ist jetzt auch noch egal. Hä? Was? Hä? Da war Ignadon. Okay. Und wir reden jetzt mit dem Wolf. Die Wölf. Na, Wölf. Hast du schon deine Latex-Sachen an? Hier drüben ist er. In dem tiefen Schacht. Hallo. Ah, Strumpfsohn. Eli ist frei. Eli ist frei. Wo ist er jetzt? Er hat sich vor das Tor begeben und wartet dort auf dich. Moment, ich kann ihn doch nicht zur Strecke bringen. Sieh mich doch an. Du musst das machen. Ich dachte, das wäre klar. Ich bin nur ein einfacher Arbeiter. Bring es also zu Ende. Jo, du musst mitkommen, du Mongo. Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Diese Woche ist... Hä? Eine neue Zeit bricht an, mein Freund. Verlass dich drauf. Ja, was mache ich jetzt? Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Toll. Okay, ich heiße, ich muss jetzt einfach... Ja, oh nein. Ja, was, wenn ich das gewusst hätte, dass er mir nicht folgt, dann hätte ich natürlich den anderen Typ dahin geschickt. Mein Gott. Ich kann ihn nochmal ansprechen, der ist noch nicht außerhalb der Basis. Wir reden später. Alter, muss ich jetzt echt warten, bis der... Muss ich jetzt echt warten, bis der Typ den Weg nach außen gefunden hat? Naja, gut, da drüben ist schon der Ausgang. Ja, okay. Mal sehen, wie das Spiel das Ganze jetzt auflöst. Will ich auf dem Typ landen? Na gut. Ja, dann müssen wir ihm jetzt halt trotzdem folgen. Hilft jetzt gerade nichts. Wir reden später. Oh, das ist langweilig, Mann. Ja. Die Brücke ist, wenn halt wenigstens. Oh. Weg mit der Waffe! Das ist endlich nimmst du Vernunft an. Ach. Pinke Klinge hat er also. Wenn er es jetzt sieht, wird es Leute zu pink. Weg mit der Waffe! Tschüss. Runter damit! Endlich ja. Nimmst du Vernunft an. Gut. Okay, es wird Nacht. Wir müssten dann auch mal noch mal ratzen irgendwann. Im Grunde genommen könnten wir jetzt auch in der Zwischenzeit mal ratzen. Wenn wir irgendwo ein Bett... Wo zum Henker bleibt er?
Hast du mir nicht gesagt, du würdest unseren gemeinsamen Freund vor das Tor bringen? Die Sache stinkt doch. Und auf mein Gefühl ist noch immer Verlass gewesen. Ich stiefel da jetzt wieder rein. Aber vorher werde ich dich entsorgen. Du taugst zu gar nichts. Jetzt bist du dran. Hä? Völlig unnachvollziehbare Reaktion, Mann. Eigentlich will ich ja gar nicht gegen... Ja, dann komm her, du Bastard. Was Undankbares. Ciao. Schade. Echt schade. Wenn ich das gewusst hätte, eigentlich wollte ich den anderen Ausgang, weil jetzt werde ich ein... Oh Mann. Lad nochmal. Ich will nämlich einen anderen Ausgang. Hier gibt es nichts für dich. Hast du dich verlaufen? Ja, weil ich will wissen, was da los ist. Ich will wissen, was da Sache ist halt. Also das ist ja unbefriedigend sonst. In der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Nicht so laut. Habe ich jetzt schon beide Sachen eigentlich? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe ja als erstes die Waffe, die Ausrüstung da gekauft. Gut. Hä? Bin ich hier richtig? Irgendwie komme ich mir gerade so ein bisschen... falsch vor. Willi. Noch falsch, oder? Ich will unbedingt wissen, warum der will, dass der Wolf mitkommt. Darüber schweige ich mich aus. Der Prophet gab uns unbedingt. Die Klappe, du Penner. Ja, bla bla bla. Tschö, tschö, tschö. Ich weiß zwar jetzt, dass das ein Mongo ist und ein Arschloch, aber... Mein Gott. Ah, ich sitze schon, ist schon fertig mit Pinkeln. Wegen der... Ich... Da, und jetzt gib mir... So. Das sollte reichen. Und wie geht es jetzt weiter? Ich suche meinen alten Freund auf, dann verziehe ich mich von hier. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Nö. Nein. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Man sieht sich. Gut, und jetzt können wir ihm folgen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Hoffentlich. Ja, und ich habe mir jetzt nochmal so ein bisschen Elex... Videos auch angeguckt und Reviews und Meinungen von anderen. Und es ist halt wirklich so. Es ist nicht nur so dahingesagt, dass das Spiel polarisiert, sondern es gibt halt wirklich Leute, die das absolut hassen. Manche Leute finden es halt echt total scheiße. Aber ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie, ich finde es halt geil. Ich weiß nicht warum. Also, beziehungsweise ich weiß schon warum, aber was mich halt so, ja... Die Kritik ist teilweise schon gerechtfertigt. Aber für mich ist es trotzdem geil. Eine Kritik, die ich auch gehört habe, ist... Das wisst ihr auch, das brauche ich auch nicht erzählen, aber... Leute sagen... Piranha Bytes bringt schon seit 1990 alle paar Jahre Gothic 2 raus. Fand ich irgendwie eine ganz geile Formulierung. Und das ist halt wirklich ein bisschen so. Ja, aber wie gesagt, die konzentrieren sich halt auf ihre Kernstärken einfach. Und dann machen sie halt ab und zu mal Piraten. Oder was anderes. Kann man eigentlich nichts dagegen sagen in meinen Augen. Und ich leg mich auch nicht drüber auf, dass... Weißt du, wer ich bin? Moment, du bist doch... Genau, der Typ, für den du nur Verachtung übrig hattest. Aber ich habe eine Überraschung für dich und den Rest der Bande hier.
Jetzt, wo ich frei bin, kann ich es kaum erwarten, sie dir zu präsentieren, du Scheißkerl! Du entkommst mir nicht! Will ich gegen Eli kämpfen? Ich will den anderen töten. Holy shit! Wahrscheinlich hat er versucht, ihm Avancen zu machen. Ja, wo ist denn jetzt die Leiche? Okay, hier ist seine Waffe. Wo ist jetzt die Leiche von dem hin? Okay. Du warst der Typ, der nur Verachtung für mich übrig hatte. Wahrscheinlich wollte er irgendwie mit ihm gehen oder so. Und er wollte aber nicht. Also das mit der Gehirnwäsche war anscheinend irgendwie falsch. Oder er hat ihn irgendwie gequält als Gefangenen. Sehr interessant. Das eine Gesprächsfetzen hier hat uns schon ein bisschen was gesagt. Sehr interessant. So. Mann, ich würde eigentlich noch gern mit euch weiterzocken jetzt, aber ich glaube, wir müssen hier einen Cut machen. Ah, schade, Mann. Schade, schade. Okay. Alles klar, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's weiter in die große, weite Welt. Und ich bedanke mich bis dahin fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann und jo, haut rein. Ciao.